guten Tag. Hallo. Wir sind hier im Auto. Wir sind ja auf der Richtung Eisenach. Wir sind ja Richtung Eisenach. Und das ist Marcel Wedo von der Fußball-Zeitreise, genau. Und das ist Jürgen Kreuzburg von der. Ja. Ja. Der filmt halt. Genau, ich filme gerade. Genau. Und wir haben uns da was ausgedacht. Ne? So 21.30 Uhr gestern Abend klingelt das Telefon. Komm, wir fahren mal nach Hamburg. Ist so eine geile Stadt. Fahren wir nach Hamburg. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was machen denn die in Hamburg? Na, das verraten wir eben jetzt gerade eben nicht. Das wird eine Fußballzeitreise. Genau. Gesehen. Wir sind ja losgefahren in Eisenach. Jetzt sind wir in Hamburg. Und wo wir stehen, da hat alles angefangen. Fußball. Andreas Brehme. Seine ersten Schritte hier als Fußballer. Ja. Und wie das dann weitergeht, sein Lebensweg. Herr Brehme, hören Sie uns zu? Ja. Das zeigen wir Ihnen jetzt. Und ich denke, ein Film voller Emotion, voller Spannung, was für Geschichten auf uns jetzt zukommen. Ja? Ein einzigartiger Film, der die Fußballzeitreise widerspiegelt, genau unseren Namen widerspiegelt, sage ich mal. Wir waren beide auf Fußballzeitreise hier in Hamburg und haben wirklich Großartiges vor. Ja, wir klingeln jetzt gleich bei der Hausnummer 14. Wir werden schon erwartet und dann legen wir los. So ist es. Viel Spaß. Wir besuchen Andreas Brehme zu Hause. Das heißt, nicht Andreas Brehme wohnt in Hamburg, sondern sein Vater, der Bernd Brehme, den ich heute ganz herzlich willkommen heiße. Und ich denke, jetzt wird der Herr Brehme bestimmt ein wenig erstaunt sein und es ist auch eine kleine Überraschung für ihn. Herr Brehme, vielen Dank für die Einladung nach Hamburg und ich freue mich jetzt auf das nette Gespräch mit Ihnen, dass wir halt auch so ein paar Sachen erfahren, die man nicht in Büchern erlesen kann. Und wenn man sich diese vielen Auszeichnungen anschaut, dann weiß man, dass halt der Andreas halt auch schon in jungen Jahren sehr erfolgreich war. Richtig, das war er. Von klein an hatte er nichts anderes im Kopf, Fußball. Es war ja so, ein Weihnachten in den Alter von 5, da hat mein Vater ihm eine Eisenbahn geschenkt. Ich habe ihn gewarnt, er soll ihm keine Eisenbahn schenken, einen Ball, auch wenn er schon 40 hat. Er hat ihn aber eine Eisenbahn und er war so enttäuscht. Mein Sohn hat leider die Eisenbahn gar nicht erst angefasst und nicht ausgepackt. Da musste ich leider dann hinterher mitspielen. Ja, und den Ehrgeiz, so bedingungslosen Ehrgeiz, den der Andreas damals entwickelt hat, den hat er mit Sicherheit auch von Ihnen, denn Sie waren ja auch ein sehr erfolgreicher Fußballer. Sehr richtig. Wo ich noch gespielt habe in der Regionalliga und Oberliga, da war es so, meine Frau ist mit ihm zu jedem Spiel hinterhergefahren, mit dem Privatwagen, weil wir ja mit dem Bus unterwegs waren und hat sich dann das Spiel, da saß der 2 oder 2,5 Stunden ohne sich zu rühren und hat nur geguckt. Und das hat er so lange gemacht, bis er mit 5 selber angefangen ist.
Ja, also wir haben ja auch in unserer Ausstellung viele Auszeichnungen und viele Materialien und wir freuen uns immer, wenn wir, ja, sag ich mal, die Nähe zu diesen ehemaligen Weltklasse-Spielern bekommen. Und ja, und jetzt bin ich ganz gespannt, was Sie uns noch so zu erzählen haben über den Andreas, was für ein guter Junge er gewesen ist oder vielleicht hat er auch halt ab und an mal einen Streich gespielt. Er hat schon was auf dem Kerbholz gehabt. Ob das mit den Eier war, ist von der Schule gekommen, ist beim Haus vorbeigekommen mit anderen Kollegen oder Freunden. Und dann haben sie Eier durch die Scheibe geworfen, also das Fenster war auf und dann ins Zimmer rein. Und dann kamen natürlich die Leute zu mir. Aber das haben wir dann alles glücklicherweise gut regeln können. Und sie haben das dann auch so aufgenommen, die Leute. Das war ein Jugendstreich. Der Andreas, war der ein guter Schüler? Ja, er hat teilgenommen in der Schule. Also er war nicht so derjenige, der unbedingt, aber er hat seine Pflichten gemacht, um gut zu bestehen. Ja, aber Hauptsache im Sport, da war die Eins gesetzt. Da war natürlich, der Sport war für ihn das Ein und Alles. Er ist aus der Schule gekommen, hat seine Schularbeiten gemacht und dann ging er auf den Sportplatz. Da hat aus meiner Mannschaft haben sich dann 11, 12 getroffen und haben dann auf der Meister-Franke-Straße so 5, 6 Stunden jeden Tag Fußball gespielt. Wann hat der Andreas angefangen mit dem Fußballspielen aktiv in einem Verein? 4,5 bei Barmbek Unos. Und der Trainer war? Bernd Brehme. Bernd Brehme. Sie haben ihn halt gefördert und haben ihn gleich so geformt, wie Sie es halt auch für richtig empfanden und haben halt auch sein Talent gleich entdeckt? Man konnte das sehen. Also er konnte sofort mit dem Ball umgehen. Also und das war natürlich für mich dann ein Bestreben, ihm zu helfen in allen Aktionen, dass wir dann hinterher mehr machen mussten als alle anderen. Aber er hat das angenommen, wenn ich trainiert habe mit ihm. Er musste auch einen Medizinball, habe ich mich davor gesetzt. Und er musste mit dem rechten wie linken Fuß gegen den Ball treten, um dass er seine Oberschenkel und sein Schussvermögen damit weiterentwickelt. Und das hat er ja bewiesen. Und da hat also der Andreas immer mal Extraschichten eingelegt gegenüber seinen Mannschaftskameraden? Sehr richtig. Er hat immer mehr gemacht als alle anderen. Was war beim Spiel, wenn ich ihn mal ausgewechselt habe, weil es einfach schon genug Tore gefallen waren, wie ich ihn rausgenommen habe, haben sich die Eltern beschwert, das kannst du nicht machen, der muss drinnen bleiben. Und da habe ich gesagt, hier hat einer was zu sagen und das bin ich, ihr dürft klatschen und jubeln und das auch alles. Also eine Bevorteilung gab es für Andreas auf gar keinen Fall? Kein Fall. Die wurden alle gleich behandelt. Ja, Sie haben vorhin ein Sportgerät angesprochen, den Medizinball. Und da fällt mir halt immer gleich der Felix Magath vom HSV ein. Und wir sind heute hier in Hamburg und der HSV ist mein Verein eigentlich, mein Herzensverein. Warum hat der Andreas nicht beim HSV Fußball gespielt? Ja, warum? Also er war 7 Wochen beim HSV und hat trainiert. Er hat von seinem Chef in der Autofirma hat er frei bekommen immer dafür, dass er da hingehen konnte, weil der auch sportbegeistert war. Und es ging hin und her, Anrufe über Anrufe. Wir sollten hinkommen, dann sind wir zum Roten Baum gefahren. Da waren wir verabredet, weil Frau Wallstaff hat uns angerufen. Wir möchten um 11 Uhr am Roten Baum sein. Günter Netzer würde mit uns sprechen. Wir sind angekommen. Da stieg er neben uns aus und sagte, was wollen Sie denn hier? Und da habe ich gesagt, ich bin von Frau Waldstaff angerufen, heute um 11 Uhr wollen wir besprechen was. Und jetzt hat er dann zu mir gesagt, er kann nicht, er muss nach Ochsenzoll zu Manikals. Und hat uns stehen lassen, ist wieder weggefahren. Und das ging 3-mal so. So, und dann wurden wir eingeladen wegen einem Vertrag. Und dann haben sie mir den Vorschlag gemacht, er sollte in der Landesliga spielen beim HSV. Ich spielte aber mit meiner Mannschaft zurzeit
schon in der Regionalliga. Also wäre er nach unten gegangen und das habe ich verneint. Aber er hätte ja dann immer bei der Lizenzmannschaft dabei sein können. Und dann habe ich ihn erstmal aufgeklärt, Herr Netzer, dass es nicht geht. Er musste erst ein Jahr im Verein sein, bevor er überhaupt bei der Lizenzmannschaft dabei sein darf. Und so ist es dann gekommen, dass er nichts mehr hören ließ. Und dann hat Felix Magath, sein Freund, sich eingeschaltet, weil er ja von Saarbrücken kam. Hat er Andreas nach Saarbrücken geschickt und die wollten ihn sofort unter Vertrag. Ich habe gesagt, da wird gar nichts gemacht. Erst bringst du den Vertrag mit, den lassen wir wirklich kontrollieren, ob das Kleingedruckte auch alles in Ordnung ist. Das hat er gemacht mit Joachim Filipkowski zusammen. Der ging aber dann nicht mit. Und dann kam ein Anruf, dass der Horst Schmidt von Saarbrücken kommen würde. So, wegen Andreas. Da haben wir gesagt, ja. Abends ging das Telefon. Und bei ihnen kommt morgen Saarbrücken, habe ich gesagt. Ich weiß doch nichts von. So, die kam dann. Um 12 Uhr haben wir den Vertrag unterschrieben, dass er nach Saarbrücken geht. Und um 2 oder 3 ging das Telefon. So 2, 2:30 ging das Telefon. Günter Netzer. Und meine Frau ging ans Telefon. Hier ist Günter Netzer. Würden Sie Ihren Mann sagen, er möchte mit Andreas heute hinkommen? Und hat meine Frau nur als Antwort gegeben, Gott sei Dank, dass er jetzt einen Vertrag in Saarbrücken unterschrieben hat und nicht mehr zum HSV geht, und hat aufgelegt. Also das schmerzt mich natürlich als HSV-Fan ganz besonders jetzt, gell? Aber ich glaube, es schmerzt noch jemanden, der auch den HSV ja, sehr nahe steht, und zwar Uwe Seeler. Uwe, der war ja auch dafür. Also er hat ein sehr gutes Verhältnis mit Andreas. Aber leider ist es ja nicht nur Andreas passiert. Hier sind ja zu viele gute Spieler weggegangen, die woanders was wurden. Und leider nicht beim HSV. Andreas wäre zu gerne auch beim HSV gewesen. Aber vielleicht war es jetzt sogar ein Vorteil für ihn, dass er nach Saarbrücken ging. Da war dann, wir wurden dann da eingeladen. Wir haben dann das Spiel gesehen gegen Kickers Offenbach. Und der Chef von Kaiserslautern war da wegen Uwe Bein. Wollte den holen und aus der Tür ist er mit Andreas gegangen und hat ihn dann dahin geholt nach Kaiserslautern. Als Kind waren Sie immer an seiner Seite und wo er dann nachher Profi geworden ist, haben Sie auch regelmäßig seine Spiele im Stadion besucht? Überwiegend waren wir immer nach Kaiserslautern gefahren und haben geguckt, wenn wir das uns einrichten konnten. Und ich war ja immer noch Trainer. Also ich musste mir das ja alles ein bisschen einteilen. Aber ich habe sehr, sehr viele Spiele in Kaiserslautern gesehen. Ja, und wie ist es eigentlich als ja, Elternpaar vorm Fernseher zu sitzen und dann halt ihn auf dem Bildschirm zu sehen, vielleicht auch bei manchen Aktionen, wie fiebert man da halt eigentlich mit? Ja, ja, dann lässt man auch schon Kommentare ab. Er hätte das machen können oder er hätte das machen können, aber das ging ja nun nicht. Ich saß ja nur vor dem Schirm. Und das Endspiel 1990? Ja, da waren wir im Stadion. Und da haben wir uns das Endspiel angeguckt. Und wie der Elfmeter kam, hat sich meine Frau umgedreht, um nicht hinzugucken. Ich sage, das ist doch das Schönste, wenn du jetzt guckst. Und dann hat ja Loda nicht können wegen seinem Schuh. Und dann ist Andreas hingegangen und hat sich den Ball genommen, um das rein den zu versenken. Nur das Schlimme war ja, dass da bald ja 7 Minuten vergangen sind. Er musste so lange da stehen und das nervt ja auch. Aber der hatte ja, ob ihn das gar nicht störte. Ja, mental war er unheimlich stark. Das ist richtig. Also ihn konnte man nicht aus der Ruhe bringen. Ja.
Und aber wenn man dann halt mit seinem Sohn mitfiebert, wenn man weiß, wie viele Milliarden Menschen vor dem Bildschirm sitzen und sich das jetzt gerade anschauen, wie er zum Elfmeterpunkt geht und sie als Vater seinen ganzen Weg mitbegleitet haben, ich weiß nicht, also was ist Ihnen in dem Moment denn ja, durch den Kopf gegangen? Waren Sie sich sicher, dass er ihn versenkt? Ich war sicher, weil er es ja in der Regionalliga auch immer gemacht hat, also in meiner Mannschaft. Aber hier ging es darum, hier hätte er jetzt der König sein können oder der Depp. Und ich war also doch richtig überrascht, wie er sich den Ball ich war von Loda überzeugt, dass er das macht, aber leider kam ja der Schuh dazwischen. Und da ist Andreas hin und hat sich das Ding zurechtgelegt. Der Schuh oder die Nerven? Ja, das kann ich schlecht sagen. Da möchte ich auch nichts zu sagen. Nein, also Hauptsache er war drinne. Deutschland ist zum dritten Mal Weltmeister geworden und Andreas hat sich mit diesem Elfmeter unsterblich gemacht. Das ist richtig. Also ist egal, wo er hinkommt, er ist immer wieder gern gesehen. Und dann muss ich eins sagen, er ist ein ruhiger Typ, er ist ein Kumpel. Er lässt auch mal schon mal die Sau raus, aber er ist immer so geblieben. Gott sei Dank. Ja, und was mir auch in dem Buch, was ich gelesen habe, über Andreas Brehme aufgefallen ist, Sie haben damals als Trainer die Trikots der Mannschaft selbst gekauft und Ihre Frau hat die Trikots dann auch gewaschen. Also Sponsore gab es damals gar nicht. Also Sie haben aus eigenen Mitteln die Mannschaft eingekleidet? Die haben wir eingekleidet, meine Frau und ich. Sie hat sich dafür zur Verfügung gestellt, die Wäsche immer zu waschen, dass sie in einer Hand blieb. Wir haben es gemacht mit Freude. Wir haben den Jungs Taschen gekauft, wir haben den Trainingsanzüge gekauft. Da hat meine Frau alles mitgemacht, weil sie nichts anderes kannte als Fußball. Als ich sie kennengelernt habe, hatte sie gar keine Ahnung. Aber dann, heute weiß sie mehr als ich. Herr Brehme, jetzt vielleicht ein paar persönliche Worte zu Ihrem Sohn, weil das ist mit Sicherheit heute für ihn eine Riesenüberraschung, dass wir diese Fahrt nach Hamburg auf uns genommen haben, um halt unbedingt Sie kennenzulernen. Und ja, jetzt haben Sie die Möglichkeit, mal ein paar persönliche Worte an Ihren Sohn zu richten. Und ja, Andreas, dein Papa. Ja, was soll man da noch sagen? Andreas, was wir uns wünschen würden, dass du doch öfters mal nach Hamburg kommst. Das ist schwer. Ja. Herr Brehme, es war sensationell. Vielen Dank, dass Sie das überhaupt für uns ermöglicht haben, hier mal zu Gast zu sein. Und Sie können unheimlich stolz sein, vor allen Dingen nicht nur auf Ihren Sohn, auch auf das, was Sie geleistet haben. Denn in den Andreas, da steckt ja auch ganz viel Papa drin und das wissen wir. Und ja, und wir werden zukünftig in der Fußballzeitreise, in unserer Ausstellung den Andreas verewigen. Und das ist, was uns natürlich unheimlich stolz macht. Einen Weltmeister 1990, der nicht nur Weltmeister geworden ist, der halt ein sehr fairer und ehrgeiziger Sportsmann war, der ein Vorbild für viele Jugendliche sein wird und sein kann. Und das werden wir mit unseren Möglichkeiten nach außen tragen. Und wir freuen uns, dass wir Andreas Brehme ja nun im Cocoona zu unserer Talkrunde begrüßen können. Und ich denke, das war für ihn eine Riesenüberraschung, seinen Papa hier mal live zu erleben. Und wir haben halt eine Fußballzeitreise gemacht und die führte uns nach Hamburg. Das Trikot oder, ja, ich sag mal, das Sweatshirt, das hat Andreas Brehme getragen. Richtig. Und das wird zukünftig bei uns in der Fußballzeitreise zu sehen sein. Und wir lassen uns das auch am 26.03. von Andreas signieren. Haben Sie vielen, vielen Dank. Nichts mehr. Das ist ein Riesengeschenk für uns. Und ja, ich bekomme richtig Gänsehaut. Toll. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte.